Hallo liebe Freunde von meiner Whisky, Armin aus seinem Whisky-Refugium. 5 Minutes. Und ich sage das immer schon mal gerne, ne? Ich versuche mich mal an, die nicht plus zu halten. Fällt mir aber glaube ich schwer. Ich habe mir jetzt mal einen hier heute Abend für euch auf den Tisch geholt, den ich schon über, ja ich sage jetzt mal ein bisschen längere Zeit letztendlich hier im Portfolio bei uns habe. Und das ist ein Glen Scotia. Und das ist ein Glen Scotia. Wir haben hier eine grüne Verpackung, wo drauf steht Victoriana. Und bei den meisten Glen Scotias ist es so, dass dort eine Altersangabe drauf ist. Und der ein oder andere hat in der Vergangenheit schon mal so ein Sample Pack gehabt. Da war der auch mit drin. Ich glaube mit dem Double Cask und mit einem 15-Jährigen. Und er hier ist einer, der eben halt in der Fassstärke daherkommt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich damit euch schon mal ein Video gedreht habe. Das eine oder andere ist dann auch mal so, wo ich denke, ja, ich muss auch mal vielleicht doch jetzt hier, wenn ich da was vorstelle, euch hier so einen, ja, ich sag mal, einen guten alten Bekannten für mich jetzt hier, euch nochmal an Ball bringen. Und ich könnte jetzt abbrechen. Das ist eine Flasche, die bei mir zu Hause eben halt offen ist, die ich immer mal wieder angehe, selber genieße und so die Flasche auch so geil finde, dass ich mir einen Kerzenständer draus gemacht habe. Habt ihr vielleicht auch der ein oder andere mal schon mal im Hintergrund hier letztendlich gesehen. Was hat es mit der Aufsicht? Die meisten Glen Scotias haben ja eine Altersangabe. Das hat der jetzt hier nicht. Der ist fast stark. Der ist nicht kühlfiltriert und gibt so die ein oder anderen, sag mal, wenn ihr jetzt hier auf YouTube halt guckt oder sowas, so die namhaften, die auch eben halt Whiskys vorstellen. Und da gehört unter anderem, das gucke ich auch, ja, so ein Ralfi zu. Und der hat, glaube ich, auch mal, das ist auch schon ein bisschen was her. Ich bin mir nicht sicher, ob der den 54,2 hier auch hatte oder ob das eine andere Stärke war. Aber die gibt es jetzt schon gute, ich glaube, gute 2 Jahre, dieser 54,2. Und der hat den mit einer richtig hohen Zahl beziffert, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber der gibt immer Ränge, also Zahlen, Maße dafür ab. Ich bin da derjenige gar nicht für, weil ich finde, was mir schmeckt, sage ich immer, das müsst ihr aushalten. Das ist das, was ich jetzt letztendlich bei mir im Laden anbiete. Da könnt ihr euer Level dran letztendlich halten. Und das ist einer, der hat eben halt mal keine Altersangabe, aber ich finde, hier sind wirklich, ich habe viele Glen Scotias eben halt, hier ist so von jedem etwas drin. Ja, und ich bin auch ehrlich, den kann ich nicht immer, ja, probieren. Aber ich wusste heute Abend, wenn ich den jetzt also, probiere ich den nochmal für euch jetzt hier vor der Kamera, weil ich habe einfach auf die Lust und von daher wird der wahrscheinlich auch jetzt heute Abend funktionieren. Glen Scotia, wisst ihr, hat immer so ein Salty Spray, wie man dem so in Anführungszeichen nachsagt, ne? Und das finde ich jetzt hier in dieser Abfüllung drin. 54,2% habe ich gerade schon gesagt gehabt. Ne? Ich habe jetzt hier ja, 54,2. Ich habe so viele Alkoholprozente manchmal irgendwie im Kopf. Schmeißt man da gerne durcheinander. 54,2. Riechen. Ich habe hier gleich so ein... Ich verbinde das mit Meeresgischt. Irgendwie so ein bisschen Strand, Tang. Also eine Assoziation und jetzt nicht irgendwie eine Rauchigkeit, was bei denen ja auch schon mal vorkommt. Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube ein bisschen rauchig soll das auch sein, aber das würde ich eher sagen, das ist Barrel Char. Das heißt also von einem Fass, auch von älteren Fässern wahrscheinlich eher sogar. Ja? Aber ihr wisst, jüngste Fass wird eine Altersangabe vorgeben und man hat hier wirklich was mit diesem Whisky komponiert. Eben halt ein Old Style, ein Old Campbellton Style. Und den hat man hier wirklich drin. Das ist ein richtig, für mich ist ein Klopper. Ja, also ich mache den Whisky halt einfach. Und jetzt muss man dazu sagen, vielleicht für einen Anfänger ist der nicht einfach. Ja? Salzige Noten, Zitrusnoten, wie gesagt, Seetang habe ich da so assoziiere ich damit. Wenn ich jetzt nicht unbedingt in Schottland dann sehe, auch ja, meine Spaziergänge früher waren viele, man hat auch in der Jugend irgendwo, das sind ja so die Sachen, die irgendwo so an den Rezeptoren heften bleiben.
St. Peter-Ording gewesen, ne? Deutsche Nordseeküste. Wenn man da durch die Priel oder das Watt irgendwo gelaufen ist oder so was, boah, da hat man das ein oder andere eben halt auch riechen können. Salz, ja. Salz wirklich in der Natur. Das finde ich hier, ja. Aber auch wirklich helle, frische Früchte. Mehr so Äpfel, Birnen. Aber mit einer salzigen Note. Ich will jetzt sagen, mit Salzkaramell so ungefähr, ne? Hat es aber was von. Jetzt will ich auch nicht zu lange auf die Folter spannen. Jetzt gehe ich dran. Sonji. Riecht schon an, der wird cremig im Mund. Hat schon auch einen Alkoholdruck irgendwo so ein bisschen, was man auf dem hinteren Zungenbereich auch so gut wahrnimmt. Ich jetzt eher so. Ist aber nichts jetzt Untypisches. Assoziiere ich damit auch, ja. Wenn das jetzt ausklingt, dann habe ich auch so. Dann kommen auch getreidige und keksige Noten durch, die ich schon mal bei dem einen oder anderen auch habe. Also das ist wirklich so das Klassische, was ich mit einem Single Malt verbinde. Also diese Malznoten, die irgendwo da sind. Der ein oder andere findet da vielleicht auch mal bei so einem schönen untergärigen Bier oder so, ne? Das ist ja da. Der bleibt stehen. Und da kann ich das Glas jetzt theoretisch wegstellen, wenn ich irgendwo so was genießen würde. Zack, auf meine. Ja, Ohrensessel, Fensterbank, wenn ich im Wohnzimmer sitze. Jetzt sitze ich in meinem Refugium. Vielleicht gucke ich Fernsehen. Vielleicht lese ich ein bisschen Literatur. Und immer noch ist der im Mund. Man hat so diese klassischen Noten. Jetzt kommt auch so ein bisschen, würde man jetzt sagen, Holz durch im Nachgang. Was man vielleicht verbinden würde. Bibliotheknoten, alte Bibliothek. Ist ja immer so mit Atmen auch verbunden. Ein richtig tolles Aroma. Ja, ist für mich, da braucht auch kein Alter dran sein. Wenn der Whisky wirklich gut ist und ein gesamtes Spektrum abbildet, das hat er hier, dann ist das einfach für mich klasse. Ja, und das ist was zum Genießen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich eben halt teilweise davon einschenken kann und die ein oder anderen Samples davon auch rausgehen. Ich habe die Pülleken sozusagen als Samplefläschchen auch bei mir im Laden. Das heißt also, Sie können auch vor Ort probieren. Aber ich finde, das ist eigentlich eher, und die Flasche ist gar nicht so teuer. Also die ist, ja, die ist über 50, aber die liegt zwischen 50 und 70 € so dazwischen. Kommt vorbei, guckt, was sie kostet. Und ich finde, das ist eine Flasche, die man auch sich vielleicht, wenn man den ein oder anderen Glen Scotia schon mal hatte, der das ein oder andere so, wo er von sich sagt, boah, das ist was, finde ich klasse. Da muss man die Flasche mal sich gönnen und vielleicht erarbeiten. Vielleicht habt ihr da Spaß mal zu, das zum Winter hin zu machen. Sich eine Flasche erarbeiten. Die ist nicht einfach. Sich trauen, höherer Alkoholgehalt. Und dann auch ist das, ich habe hier so ein Gläschen Wasser stehen, mal mit einer Pipette und das geht jetzt eben halt 54,2. Auch mal ein bisschen mehr Wasser reinstriezen, nicht nur in ein Tröpfchen oder sowas. Da darf man sich ruhig trauen. Nochmal dran riechen. Jetzt geht für mich die Karamelligkeiten auf. Ein oder andere Mal habe ich so ein bisschen mehr das mit dem Salz. Ich merke. Toll. Ich brauche jetzt nicht nochmal dran gehen, das mache ich gleich in Ruhe. Ich sage nur, versucht es einfach mal. Nicht beim ersten, nicht beim zweiten dran, nicht zum Trinken. Das ist eine Flasche zum Genießen. Oder mit Fachpersonal, sage ich jetzt mal, zum Austausch. Spaß haben. Gerade zum Winter jetzt hin ist das prädestiniert dazu. Der eine oder andere hat für euch einen Kamin davor. Goldig, da passt das Ding super gut. Und die macht mir Spaß und ich hoffe, vielleicht macht es euch auch Spaß. Ich sage bis dahin, Slongy.